Sie wurden dann unter Franz Josef Strauß Staatssekretär am Bayerischen Innenministerium. Sie gingen durch die Presse und erzürnten die Linken mit ihrem Polizeieinsatz auf der Baustelle der Wiederaufbereitungsanlage Wackersdorf und mit einer rigiden Anti-AIDS-Politik. Können Sie uns kurz A, beides schildern und würden Sie sagen, heute sehen Sie das zum Teil anders oder würden Sie sagen, nein, ich würde es eigentlich wieder so machen? Also ich bin jetzt eingeladen für nächste Woche von der Mittelbayerischen Zeitung. Das ist die Zeitung, die Oberpfalz, wo Wackersdorf liegt, zu so einem, das ist jetzt schon wieder her, war 1986 oder 88, zu so einem Kamerad weißt du noch Abend. Ja, da ist der, die ganzen Gegner von damals sind da und ich auch. Und da wird man sich dann wieder sehen. Ich bin wie die meisten Politiker, dass ich von Physik wenig weiß. Und ich habe ein Alleinstellungsmerkmal insofern, dass ich das auch zugebe. Meine Aufgabe war nicht, die Frage der technischen Möglichkeit von Wiederaufbereitung und Wiederaufarbeitung darzustellen. Was ich weiß, damals wie heute, dass ein Großteil der auch zivilisierten Länder dieses Planeten das für machbar und wichtig hält und unverzichtbar. Die Aufgabe der Ordnungsbehörden war, Versammlungsrecht, die Prämissen des Versammlungsrechts zu sichern. Da steht im Grundgesetz drin zwei Dinge, friedlich und ohne Waffen. Und ansonsten muss es dem Staat egal sein. Und diese Friedlichkeit und Waffenlosigkeit, da gab es, das wissen die, die das noch vor ihrem geistigen Auge haben, Probleme. Und wir haben das durchgesetzt, dass die Probleme beherrschbar waren. Und ich denke, da muss jeder interessiert sein. Denn wenn wir da anfangen, die Meinungsverschiedenheiten, wir haben ein Gewalttabu und das macht ja auch die Eleganz von unseren Debatten im Vergleich zu anderen Ländern. Und das ist ja euer Verdienst, dass ihr die ganz Linken oder ganz anderen Seite da hingebracht habt. Und das Verdienst der alten Bundesrepublik ist es vice versa. Und Deutschland hat da viele Häutungen durchgehen müssen und erleben müssen, dass man sagt, eigentlich denk wenigstens für eine Sekunde mal die andere Seite. Dreh das Schachbrett einmal um. Aber das setzt voraus Waffenlosigkeit und Friedlichkeit. Und ich war früher 100%iger. Heute bin ich froh, wenn ich 51% recht habe. Und Sie kennen, jeder von Ihnen kennt die Podiumsdiskussion, die man im eigenen Herzen oder im eigenen Kopf macht. Aber das, denke ich, sollten wir nicht aufgeben. Und das war das Thema, das uns damals interessiert hat. Und Anti-AIDS? Und die AIDS-Debatte. Also wenn ich gemein wäre, würde ich sagen, mich hatte damals der DDR-Gesundheitsminister Mecklinger eingeladen. War ein großes Thema, die Charité hatte, da gab es einen Professor Sönnigsen, der hat im Spiegel immer große Interviews gegeben und hatte da die Strategie dargestellt. Ich hatte eine saumäßige Presse in der AIDS-Debatte. Komischerweise im Spiegel waren ein paar ganz, ganz gute Berichte drin, aber sonst grausam. Ein einziges Mal hatten wir ein paar Punkte in den Medien. Das war, wie die DDR uns eingeladen hatte. Die durfte man damals nicht angreifen und das war eine ganz tolle Sache. Wissen Sie, wir waren vor der Situation einer übertragbaren und unheilbaren Krankheit, die sich in ganz bestimmten riskanten Bereichen massiv verbreitet hatte und die Gesundheitsbehörden, selbst die Gesundheitsbehörden von Berlin machen das, ich glaube sogar bis zum heutigen Tage, untersuchen einen bestimmten Personenkreis auf übertragbare Krankheiten, Geschlechtskrankheiten.
Und da sollte man die auf alle Krankheiten untersuchen dürfen, selbst auf einen einfachen Tripper, obwohl man den mit einer Tablette heilen kann. Nur auf das eine Mittel, auf die eine übertragbare Krankheit, von denen damals alle wussten, die ist tödlich. Da sollte das nicht sein. Das war aber nicht eine Debatte mit links, sondern die ich mit Rita Süssmuth hatte, der damaligen Gesundheitsministerin. Die hat sich dann immer in Kondome eingewickelt und fotografieren lassen dabei. Und mir haben gesagt, das ist völlig wahnsinnig. Ja? Weil das ist nicht die zentrale Bekämpfung. Das war eine große, hässliche Auseinandersetzung, dass man da selber im Kampfe auch viel Quatsch erzählt. Ich weiß, dann das ist euch völlig fremd, ja, aber okay. Übrigens, Sie haben natürlich recht mit Gewalt und Waffen, aber zum Beispiel von der Hamburger Polizei fand ich es nicht schlau, bei den ersten Vermummten gleich reinzugehen. Die wären bei mir gar nicht in die Stadt reingekommen. Na, in Berlin kommen nur auch alle rein, ja, wenn ich das mal sagen darf. Also, nach dem Tod von Franz Josef Strauß schränkte Max Streibel Sie in Ihren Befugnissen als Staatssekretär ein. Was stimmte zwischen Ihnen nicht? Also, der hatte... Bei mir wurde immer gesagt, Herr Gauweiler, sind Sie im Fall sehr umstritten. Und ich habe gesagt, ja, wenn das Gegenteil von umstritten in der deutschen Sprache das Wort umliebt ist, ich bin nicht umliebt, dann stimmt es. Und diese ganzen Auseinandersetzungen, die Sie ja gerade beschrieben haben, die gerade im polizeilichen Bereich doch bei uns immerhin dafür gesorgt hatten, ich war ja davor für die Sicherheit in der Stadt München zuständig, dass München, und das wirkt ja jetzt bis heute nach, gegen ganz bestimmte Biotope der Rücksichtslosigkeit anders vorgegangen ist. Mein Vorbild war da immer der Oberbürgermeister Giuliani aus New York. Ich weiß nicht, wem der was sagt. Wenn Sie mal einen schicken, fortschrittlichen, linken Ausflug nach New York machen und da abends gut spazieren gehen können, dann müssen Sie dem Giuliani eine Kerze aufstellen. Der hat die Stadt wieder begehbar gemacht. Solche Leute sind wichtig. Irgendwann muss man sie auch wieder wegtun, weil dann übertreiben sie. Ich nicht, aber aber das so wie sie sich manchmal baden müssen, das ist für eine Stadt schon notwendig. Und die dachten, jetzt reicht's mit dem Peter Gauweiler. Und die haben, der Max Streibel, das war eigentlich mein Glück, der hatte dann mir die Zuständigkeit gegeben für eine der ältesten und klassischsten bayerischen Behörden, ganz was anderes, Staatssekretär für die oberste Baubehörde, die 1810 von Leo von Klenze gegründet worden war. Und damit wurde ich zuständig für Bauen. Und da habe ich eingeführt in Bayern die Freiheit für den Dachgeschossausbau. Wenn man kein Grundstück hat, muss man das Grundstück unterm Dach nutzen. Und dann habe ich eingeführt die 24-Stunden-Baustellen an Autobahnen. Ich habe mal in Amerika erlebt, wenn Sie bei uns an einer Autobahnbaustelle hinfahren, ich war an einer vor Frankfurt, das weiß ich noch, 17.30 Uhr, Stau, und ich war 3 Stunden lang gewartet und die Baustelle war 100 Meter lang. Viel wildes Blinken, in der Mitte eine Schaufel kriegen. Josef Beuys, kein Mensch war zu sehen. Amerika, 24-Stunden-Baustellen. Müssen Sie sich mal vorstellen, was Sie da, die bauen 8 Stunden, danach ist nichts mehr. 16 Stunden, was Sie da an Stauzeit ersparen könnten. Hunderttausende von Blasenerkrankungen, Ehescheidungen, alles Mögliche wäre da vorbei. Und dann haben wir die 24-Stunden-Baustellen eingerichtet. War ein großer Erfolg. Dann in der Wasserwirtschaft die Sanierung des Chiemsees, größtes Oberflächengewässer der Welt, das saniert worden ist. Das waren schöne Sachen und das hat mir ein bisschen zivileres Image gegeben. Dass er mich heute einlädt, liegt daran. Ja. 1990 kamen Sie in den Landtag und wurden dann Umweltminister. Ja. Können Sie uns mal kurz beschreiben den Unterschied zwischen der Arbeit eines Ministers zur Arbeit eines Staatssekretärs?
der noch einen Minister über sich hat. Der Staatssekretär ist ein armer Hund. Gibt es solche und solche. Also, Strauß sagte mal über das bayerische Justizministerium, der Minister und der Staatssekretär streiten sich jeden Tag, wer den einzigen Brief, den die kriegen, aufmachen darf. Wenn das ein spannungsgeladenes Ministerium ist und der Minister klug ist, dann schickt er seinen Staatssekretär vor, der dann auch viel machen kann, aber die Frustration hat, dass das, warum er eigentlich in die Politik geht, Dinge zu gestalten und zu entscheiden. Politik, sagt berühmter Münchner Soziologe Max Weber, Politik ist Richtungsbestimmung, Verwaltung ist Vollzug vorgegebener Entscheidungen. Dann hat er immer noch einen drüber. Und das ist das Schöne, wenn Sie dann Minister sind, endlich können Sie selber entscheiden. Sie müssen sich immer noch rechtfertigen vor der Öffentlichkeit. Das ist hart genug, aber Sie können in Ihrem Bereich, für den Sie Verantwortung sagen, ja oder nein. Wie hat es die CSU eigentlich geschafft, eine konservative Grundrichtung und Tradition mit moderner Technik und Technologie und auch in Bayern doch mit einem beachtlichen Grad an Umweltschutz und Naturerhalt zu verbinden? Das gelingt ja anderen nicht. Also ich hatte Ihnen ja vorhin von dem General de Gaulle oder von dem Präsidenten de Gaulle erzählt, dessen Partei, an die hat mich immer die CSU ein bisschen erinnert und es war immer ein Vorbild für mich, dessen Partei hieß Rassemblement pour la République. Rassemblement kann man nicht mehr so richtig unbefangen auf Deutsch übersetzen. Rassemblement heißt Sammlungsbewegung. Aber in dem Union kommt so ein bisschen zum Ausdruck. Und der de Gaulle hat sich immer auch als Rechts-Links-Mischung verstanden. Also wenn Sie sich da diese Volkspartei erinnern, dann war das schon der Fall und hatte ja auch eine große gewerkschaftliche Unterstützung. In Bayern, jedenfalls zu unserer Zeit, haben die Mehrheit aller DGB-Mitglieder immer regelmäßig CSU gewählt. Da gab es überhaupt keine Debatte drüber. Und ich habe mal im Fernsehen gesehen, da sprach der Bürgermeister eines Dorfes und sagte, die haben alle CSU gewählt. Außer zwei. Das eine ist der Apotheker und den anderen kriegen wir auch noch raus. Ja, ja und was den Umweltschutz angeht, wir haben vorhin von 68 geredet, die CSU hat 1970, also in dieser Dramatik, das erste Umweltministerium, nicht nur von Deutschland, sondern weltweit, es gab sowas nicht, gemacht. Und sie hatte schon davor praktische Umweltbestimmungen, der Ammersee, der Starnberger See, diese ganzen Ringkanalisationen, das waren ja alles Pioniertätigkeiten, auf die sich die meiner Meinung nach zu Recht was einbilden. Und dann parallel in den 68ern die großen Universitätsgründungen, Universität Passau, Universität Regensburg, später Universität Augsburg. Mhm. Wir hätten für jeden Abiturienten einen Studienplatz. Also das war eine ganz große Leistung. Und sie haben natürlich immer auch, der Strauß hat immer gesagt, wir haben nicht an Geldschränken laufen gelernt. Wir haben größte Sympathie für jeden, der Kohle bringt. Und viel Industrie, die das gespaltene Berlin verlassen musste, wichtigste Siemens, die haben sich ja in München angesiedelt, weil man ihnen stabile Verhältnisse angeboten hatte und weil man die auch garantiert hatte und weil die hoch willkommen waren, von uns auch entsprechend gut behandelt worden waren. Und diese Mischung, also ich erinnere mich gut, wie Strauß starb. Und da war ein großer Streik bei MTU und MAN. Und da ging es um Aufträge. Wissen Sie, beim Strauß war es so, wenn der Strauß unterwegs war, MBB, Messerschmitt, Bölkow, Blom, da hat der einen Airbus verkauft. Skandal. Wenn die Politiker heute danach zurückgekommen sind, da haben sie behauptet, dass sie ihre Reisespesen und ihre Campi selber bezahlt haben, egal ob es gestimmt hat oder nicht. Da haben die Arbeiter von MTU und MAN sind über die Donnersberger Brücke in München demonstriert, das waren Tausende, mit einem Riesentransparent, von der Seite bis auf die Seite darüber. Da stand drauf, Strauß hätte uns geholfen. Und deswegen haben wir die Stimmen gehabt. Und davon zehrt die CSU heute noch. Mhm.
Warum waren Sie eigentlich ein Gegner des dualen Systems der Abfallentsorgung und sind Sie das immer noch? Ich bin ein Gegner davon, dass ich sage, getrennt sammeln, vereint verbrennen. Ja. Ja. Diese gehobene Form der Verarsche kenne ich auch, ja. Das ist wahr.